RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Boah, Moa, das Kindl haut rein. Hey, ich rede schon voll. Na, wer weiß, mein Mister, das Kindl ist auch nicht mehr ganz frisch. Ist schon 4 Jahre über Verfallsdatum. Ach du Scheiße, meinst du, wir sollen jetzt noch das Abgelaufene saufen? Ich meine, hey, wenn das alles so dreht wie das Kindl. Ach, da hast du recht, wäre eine Überlegung wert. Zum Glück haben wir es nicht mehr weit bis zur Halte. Ach du Scheiße, nee, oder das hier wird doch nicht. So betrunken kann man doch gar nicht sein. Oh Mann, ich glaub's ja nicht. Was soll denn das nun wieder heißen, dass ich besoffen bin? Das gibt's doch nicht. Außerdem steht da vorne ganz klar und deutlich Busstation, was so viel heißt wie Bushaltestelle. Ach, nicht das, sondern an dem Schild steht ein Typ und der sieht aus wie, nee, oder? Ich könnte schwören, das ist mein Onkel. Aber was sucht der denn hier? Oben am Schild steht kein Typ. Hey, nicht, dass ich klugscheißen will, aber vor dem Schild steht ein Typ. Das ist mein Onkel Moat, du Nuss. Das ist er und er steuert auch direkt auf uns zu. Und das hat absolut nichts mit besoffen zu tun. Du willst mich doch verarschen, Alter. Das ist niemals dein Onkel. Das ist der Howard Carpenter, der Schlagersänger aus Südafrika. Hallo Freund, hallo Lenny. Ich habe euch schon von Weitem gesehen. Zu überhören seid ihr sowieso nicht. Und zum einen hast du recht. Ich komme aus Südafrika und ich bin ja der Schlagersänger. Und ja, ich bin der Onkel von Lenny. Ganz genau. Wie, was? Der Karpfenteil ist dein Onkel? Ganz genau, pass auf. Meine Mutter hat einen Bruder. Und das ist der Halbbruder von dem Howard, sein Bruder. Und der heißt Bernd. Dessen Mutter hatte eine Affäre mit einem Afrikaner. Und dadurch, ach egal, das ist eine lange Story. Würde den Rahmen jetzt sprengen. Das würde Stunden dauern, um dir das alles zu erzählen, Moat. Mensch, Alter, du bist echt verwandt mit dem Karpfenteil? Ich glaube es nicht. Querklöre, das ist doch echt der Hit. Hey, ich verstehe echt nicht, wieso du damals in die DDR flüchten wolltest. Genau, das war ein Grund, warum ich flüchten wollte, Alter. Der geht einen so auf den Sack. Der erzählt dir 4 Stunden nur von seinem Südafrika. Apropos Südafrika. Als ich letztes Jahr mit meinem Sohn Wayne in Südafrika auf Safari war, musste ich mal für kleine Howies und stellte mich in einen Busch. Scheinbar hat Wayne den kleinen Rüssel gesehen und dachte, es sei ein Elefant und hatte mir sein Schrotgewehr auf mich geschossen. Seitdem pinkel ich wie ein Sieb. Überall läuft das Zeug raus. Ey, echt? Der Hecht? Mann, der Kleine sollte auch nicht auf alles schießen, was sich bewegt war. Hey, ich glaub's nicht. Da hat er ihn echt die Eier weggeschossen. Mann, das Leben ist echt nicht leicht, oder? Ja, aber was macht so ein Kind nicht alles falsch? Man muss die Kleine Geduld haben. Wie alt ist er denn? Er ist 26. Ah ja? Ich verstehe schon, so einen Kleinen und naja, Siehste, Moat, das meine ich. Die haben doch einen Lattenschuss. Oh ja, Schrotfriend und Broil-Tiele können so wehtun. Die lagen zu lange in der Sonne von Südafrika. Aber mal was anderes. Howard, wo willst du hin? Ich muss nach Las Vegas. Ich hab heute Abend noch einen Auftritt. Also dachte ich, nehme den Bus und bin dann nachher rechtzeitig zu meinem Auftritt wieder zurück. Hey, das passt doch. Wir müssen auch dahin. Wir wollen unser Glück testen. Naja, wir können doch gleich im Bus, dann können wir uns doch zusammensetzen. Nein, Moat. Wir drei, wa? Danke, Moat, danke. Du bist ein echter Freund. Nun dürfen wir uns 3 Stunden das Gelaber von meinem Onkel anhören. Ach komm, so schlimm ist er nicht. Ich glaube, der passt ganz gut zu uns, Alter. Aber da kommt der Bus. Apropos Bus. Damals in Südafrika waren wir gestrandet in der Wüste. Und mein kleiner Sohn Wayne. Na danke. Ganz toll, ganz toll. Ich will wieder nach Berlin in meine Schenke. Ja, da bin ich bei. Langsam kommt ihr mir auch wieder kleine Deko vor. Ganz genau, ganz genau. Laura Jane,